Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Der unsichtbare dritte Box. Alle weiteren Informationen zu diesem Film und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Film und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Der unsichtbare dritte aus dem Jahr 1959. Wir haben hier mal wieder ein Unboxing aus dem Bereich Film. Jawohl, so sieht das aus. Es ist eine ziemlich große Box, flach und im Hochformat. Zu dem Film Der unsichtbare Dritte von Alfred Hitchcock. Der Film, wie gesagt, schon etwas älter, aus dem Jahr 1959. Und wir haben hier eine limitierte Edition, The Best of MGM Classics. So nennt sich das hier. Also MGM ist ja eine Filmproduktionsfirma, Metro Goldwyn Mayer. Und die hat hier zu diesem Film eben diese Special Edition hier rausgebracht. Wir haben hier einmal oben diesen Schriftzug, The Best of MGM Classics, dann natürlich den Filmtitel, Der unsichtbare Dritte hier, mit dem Cover. Also hier ist gerade der Protagonist auf der Flucht, Roger Thornhill. Und darunter haben wir dann noch die Infos zu dieser limitierten Edition. Und zwar lesen wir hier, limitierte Edition, Auflage Österreich, 333. Also, es gibt scheinbar diverse Auflagen in verschiedenen Ländern und in Österreich gibt es eben 333 Stück. Ich habe eine davon. Auf den Seiten ist das hier in Schwarz und Grau. Hier lesen wir auch nochmal Der unsichtbare Dritte. Dann haben wir hier nochmal dieses Logo mit der limitierten Edition. Auf der Oberkante auch wieder hier in Schwarz-Grau und auf der Rückseite. Also überall zieht sich hier dieses Logo von MGM durch, dieser Löwe mit dem aufgerissenen Maul. Hier lese ich noch, dass der Film ab 16 Jahren ist, ein Barcode haben wir hier und hier nochmal das Ganze auch durchnummeriert. Also von 333 Stück ist meine in diesem Fall die Nummer 14. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Das Ganze lässt sich hier so rausziehen, also dieser Schuber lässt sich dann links aufziehen und dann haben wir hier den eigentlichen Inhalt. Dieser dicke Schuber ist nun leer. Legen wir den zur Seite. So, als erstes haben wir hier so einen riesengroßen Umschlag. Den schauen wir uns dann auch noch an. Dann haben wir hier ein Zertifikat zu dem Film, zu dieser Edition. Und drei weitere Inhalte. Wir haben hier einmal den Film im Original. So heißt er, North by Northwest. Und die kommen hier jeweils als Videokassetten. Ja, ist dem einen oder anderen vielleicht noch ein Begriff. Das gab's mal. Wir schauen mal ganz kurz. Ich zeige euch da kurz einen Eindruck. Genau, so sehen Videokassetten aus. Schauen wir uns gleich nochmal detaillierter an. Das ist dann die deutsche Version. Hier lesen wir das deutsche Originalversion des Films. Und wir haben auch noch einen dritten Inhalt. Allerdings ist hier keine Videokassette drin, sondern hier lesen wir es, 14 originale Schwarz-Weiß-Fotos. Also Fotos des Films. Okay. Ansonsten haben wir hier noch diesen grauen Einleger. Der ist jetzt leer. Somit packen wir das Ganze wieder in den vorgesehenen Schuber. Machen das zur Seite. Und dann können wir direkt starten. So, als erstes schauen wir uns einmal die deutsche Originalversion an. Das ist diese hier. Also, The Best of MGM Classics, Der unsichtbare Dritte, deutsche Originalversion. Auf der Seite auch nochmal beschriftet. Und auf der Rückseite lesen wir: Nicht wenige Leute halten diesen Film für Hitchcocks besten. MGM Classics zeigt Der unsichtbare Dritte. Wer erinnert sich nicht an die mörderische Verfolgungsjagd mit dem Flugzeug durchs Maisfeld? Cary Grant in der Rolle des braven Werbefachmanns, der irrtümlich für einen Spion gehalten und quer durch die USA gehetzt wird. Krimi-Unterhaltung erster Güte. So, dann haben wir hier wieder eine Filmszene. Dann hier noch so die Beteiligten, also die Schauspieler und Leute. Barcode, der Film dauert 2 Stunden 16 Minuten und ist eben ab 16 Jahren. Okay. Und die Videokassette selbst, die kann man dann hier einfach rausziehen. Ist etwas streng, aber jetzt so. Auch hier nochmal der 16er. Und auf der Rückseite sieht das Ganze dann so aus. Also das ist eine Videokassette. Und hier nochmal die Infos zum Film.
Ja, so sah das damals aus. Kommt jetzt hier in so einer Papphülle. Es gab natürlich damals auch so Plastikcases von, ich glaube, jetzt habe ich falsch rum. Es gab natürlich auch damals auch schon Plastikcases für Videokassetten. Aber das war auch nicht unüblich, dass man sowas in Papphüllen gekauft hat. Also, das war eine Zeit lang echt der Standard. Gut, als nächstes haben wir den Film im Original. So hieß der Original, North by Northwest. Hier lesen wir es auch, Originalversion. So, das ist natürlich dann der Film englischsprachig. Natürlich dann auch hier das Cover und der Text entsprechend englisch gehalten. Auch hier können wir natürlich die Kassette mit etwas Mühe rausziehen. Oh, es ist gar nicht so einfach. Eventuell können wir hier oben aufmachen. Ich werde es nochmal beim Ziehen probieren. Oh, die klemmt ganz schön fest. Aber jetzt. Uffa. So. Das ist die Videokassette der englischen Version. Auch hier wieder der 16er. Und hier lesen wir es dann im Original. Falsch rum. So rum. North by Northwest. Jawohl. Das ist die englische Variante. So, ich glaube, der war eventuell vorhin falsch drinnen. Also die Videokassette. Ja, geht auch sehr streng rein, okay. Gut, also die englische Variante und dann haben wir noch die dritte Hülle, aber hier befindet sich, wie gesagt, keine Videokassette drin, sondern tatsächlich Fotos. 14 original schwarz-weiß Fotos, auch hier das Cover schon entsprechend in schwarz-weiß gehalten. Und hier lesen wir es. Diese limitierte Edition des berühmten MGM-Klassikers Der unsichtbare Dritte von Alfred Hitchcock enthält eine besondere Rarität. 25. Ja, das ist natürlich hier ein Fehler, weil hier steht 14 und hier ist auf einmal von 25 die Rede. Also eventuell hätten es ursprünglich 25 sein sollen, man hat sich dann auf 14 irgendwie reduziert, keine Ahnung. 25 original schwarz-weiß Fotos der bedeutendsten Ereignisse des spannenden Thrillers Der fingierte Schuss Eva Marie Saints auf Cary Grant ist ebenso festgehalten wie die Verfolgungsjagd des giftsprühenden Flugzeugs in einem Maisfeld. So, auch hier wieder die Infos. Und dann schauen wir mal rein. Wir haben hier so einen kleinen Papp-Einschieber. Und der beinhaltet die Fotos. So, wie kriegen wir die raus? Am besten so. Jawohl. Und jetzt haben wir hier die 14 Fotos zum Film. Startet hier direkt mit dem Foto im Maisfeld. Also Nummer 1. Wir zählen jetzt einfach mal mit. Nummer 2 im Querformat. Nummer 3, Foto 4, 5, Nummer 6, Nummer 7, 8 hier im Auto, Nummer 9, Nummer 10 vom Flughafen. Nummer 11, hier wird geküsst. Nummer 12, Schlägerei. Nummer 13 und Nummer 14. Also es sind eben, wie beschrieben, 14 Stück, nicht 25. Das scheint ein Fehler zu sein, den man dann entsprechend auf dem Cover, auf dieser Rückseite nicht mehr korrigiert hat. Also ich gehe mal echt davon aus, dass es am Anfang 25 hätten sein sollen. Aber ja, wie dem auch sei, wir haben hier 14 Dinger, 14 Schwarz-Weiß-Fotos. Packen wir auch wieder zurück in die Hülle. Und dann kommen wir, schönes Geräusch, dann kommen wir zu den nächsten Inhalten. Und zwar haben wir hier einmal mit dabei ein Zertifikat. So, was lesen wir hier? Zertifikat, limitierte Edition, Auflage Österreich 333, der unsichtbare Dritte. So,
Wir gratulieren Ihnen zu der einmaligen limitierten Sonderedition der Unsichtbare Dritte. Sie sind jetzt stolzer Besitzer dieser außergewöhnlich wertvollen Ausgabe. Wir garantieren Ihnen, dass die Auflage Österreich dieser limitierten Edition der Unsichtbare Dritte auf 333 Exemplare begrenzt bleibt. Gezeichnet Michael Holzermeier von der Warner Home Video Filmvertriebs GmbH. Okay, also vielen Dank, Herr Holzermeier, dass Sie mir das garantieren. Das freut mich sehr, dass es hier keine Nachpressungen gibt. Und als letzten Inhalt haben wir dann hier noch dieses riesengroße Kuvert. Auch das hier komplett in dieser MGM-Optik. Und was wir hier rausziehen ist, Moment, so ein Kunstdruck. Also, hier haben wir Artwork zum Film. Sieht aus wie so ein altes Filmplakat, also Nostalgie pur. From the killer plane in the cornfield to the cliffhanger on George Washington's nose. It suspends in every direction. Also das hier ist das Plakat. Hier werden auch nochmal die Schauspieler angeführt. Unten rechts haben wir noch Herrn Hitchcock. Limitierte Edition. Kann man da natürlich auch hier so aufklappen. Aber hier ist sonst nichts drin. Also das ist so der Rahmen, um das Ganze hier entsprechend in Szene zu setzen. Jawohl. Das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal dieses eben gezeigte Plakat hier, dieser Kunstdruck. Dann haben wir das Zertifikat, das uns eben die Originalität dieser Box garantieren soll. Die 14 originalen Schwarz-Weiß-Fotos. Dann der Film in der Originalversion auf Englisch auf Videokassette. Und natürlich die deutsche Originalversion der Unsichtbare Dritte. Jawohl, das alles. Das alles in dieser wunderbaren Edition der Unsichtbare Dritte. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Film bzw. dieser Edition? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr den Film feiert, falls ihr der Unsichtbare Dritte unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.